Häuschen rum. Ich würde sagen, letzte Stunde ist angebrochen für heute. Und dann werde ich auch oft gehen. Ich muss den Streamer noch runterladen und schneiden, aber das wird schon morgen früh. Colonel Bartab, man sagte mir, dass ihr mich sprechen wollt. Lasst mich zuerst meinen Dank ausdrücken. Durch eure Taten habt ihr viele Soldaten der Republik gerettet. Ich bin immer froh, wenn ich der republikanischen Armee helfen kann. Einige meiner Vorgesetzten trauen eurem Orden nicht. Nach dem, was geschehen ist, werden sie ihre Meinung revidieren müssen. Ich werde eure Zeit nicht verschwenden, aber es gibt da etwas, was ihr für mich klären müsstet. Meine Leute haben während des Aufstands diesen Häftling gefasst. Ich muss wissen, warum ihr euch von einem der gefährlichsten Verbrecher der Galaxis habt helfen lassen. Ich dachte, Pak sei einer der Wärter. Soll das etwa heißen, dass er in Wirklichkeit ein Häftling ist? Es ist wahr. Vor 10 Jahren kam ich als Häftling hierher. Und ich hatte es auch verdient. Ich habe Dinge getan, von denen ihr besser nichts wisst. Aber auf Belsavis zu sein, umgeben von anderem Abschaum wie mir, hat mir die Augen geöffnet. Ich konnte zwar nicht mehr von hier weg, aber ich konnte mich immerhin ändern. Es hat Jahre gedauert, aber ich habe es geschafft. Der Wärter hat mich zum ehrenamtlichen Wärter ernannt. Er meinte, das hätte ich verdient. Ja. Ihr habt euch bemüht, euer Leben zu ändern. Er hat euch dafür belohnt. Ich versuche, die schlimmen Dinge, die ich getan habe, wieder gut zu machen. Der Wärter hat mir die Chance dazu gegeben. Das behauptet ihr jedenfalls. Leider gibt es keine Beweise, die eure Geschichte belegen. Es könnte natürlich sein, dass die Berichte bei all dem Chaos zerstört wurden. Andererseits könnte es auch sein, dass ihr lügt. Was auch immer ihr früher war, er hat sich geändert. Ohne ihn hätte ich Belsavis nicht retten können. Jetzt versteht ihr mein Dilemma. Ich will niemanden einkerkern, der es nicht verdient hat. Aber ich will auch keinen Verbrecher auf freien Fuß setzen. Ohne Pak hätte ich meine Mission nicht zu Ende bringen können. Er hat sich die Freiheit verdient. Ich bin nicht autorisiert, Pak von Belsavis fortzulassen. Aber ich kann dafür sorgen, dass er wieder als Wärter eingesetzt wird. Das bedeutet mir alles. Ich danke euch beiden. Ich bin sicher, ihr habt noch anderweitig zu tun. Ja. Danke nochmal für alles, was ihr hier geleistet habt. Ich hab noch ganz viel zu tun. Das stimmt. Wo ist denn... Was macht der denn? Was ist denn falsch mit dir? Und warum schaust du auf mich herab? Nee. Komm mal hier runter. No, wenn dann schon eher... Na, wirst du? Wenn dann schon eher so hier. Ja? Okay. Sprich mit Satir Shan, Holo-Terminal des Schiffs. Wo ist schon wieder mein Schiff? Da ist die Fähre. Irgendwo da war die Fähre. Unser Lager ist voll und wir verfügen selbstverständlich über eine Verkaufslizenz. Schön für euch. Wo soll das Shuttle sein? Fähre, hier. Hä? Gefängnisverwaltung, Gefängnisverwaltung. Wachposten Beta, Wachturm. Ja, gut. Ach, da steht... Oh, bin ich blind. Da steht sie doch. Mann, bin ich blind. Und ich hab schon eine Brille auf. Sag mal, wo schießt denn ihr hin? Das könnt ihr aber besser. So. Mein Schiff. Zu meinem Schiff.
Da. So, Darko hat mir im Übrigen geschrieben, der kommt heute nicht. Also ist die letzte Stunde auch ohne Darko. Aber ist ja nicht so schlimm. Jedi, mir ist klar, dass meine Militärakte in letzter Zeit vielleicht einige Zweifel aufwerfen könnte. Ja. Ich will euch nur versichern, dass die Opferquote in meinen Trupps nicht ständig so hoch ist. Tja, das ist gut zu wissen. Der erste Trupp, den ich nach meiner Beförderung zum Sergeant anführte, sollte Kriegsgefangene aus einem kleinen imperialen Außenposten befreien. Es hieß, der Posten sei nicht stark bewacht und die meisten Imperialen würden erst in 24 Stunden eintreffen. Es war ein Fehler. Warum sagst du mir das jetzt? Jetzt bin ich argwöhnisch geworden. War der Außenposten doch stark bewacht oder waren die Gefangenen nicht dort? Die Imperialen haben die Verstärkung einen Tag früher hingeschickt. Als mein Trupp in den Außenposten einfiel, waren wir 10-1 in der Unterzahl. Sie hatten mehr Leute und mehr Waffen. Aber wir haben unser Ziel erfüllt. Wir haben die Kriegsgefangenen befreit und überlebt. Die Verletzungsquote meines Trupps lag bei 97,4%. Aber es gab keine Todesopfer. Was waren ja fast alle verletzt, Alter. Was ist falsch bei dir? Es ist beeindruckend, dass es überhaupt jemand wieder rausgeschafft hat bei den Chancen. Es waren gute Soldaten. Weitaus besser als alle anderen, die je unter meinem Kommando standen. Unsere Mission wurde ohne dauerhafte Verluste republikanischer Ressourcen erfüllt. Der Trupp war bestens ausgebildet. Und deswegen haben wir einen effizienten Sieg erreicht. Das müssen bemerkenswerte Soldaten gewesen sein. Das sind sie. Gute Soldaten sind Mittel. Ja, ihr Verlust beeinträchtigt die Kriegsanstrengungen. Aber sie sind dazu da, eingesetzt zu werden. Der Sieg der Republik ist alle Kosten wert. Ah, ja. Hat er immer noch quatschen? Jedi, unsere Ausfallzeit hatte einen positiven Effekt auf meine Kampfbereitschaft. Ich glaube, dass ich jetzt 14,2% bereiter für den Kampf bin. Was? Was soll das denn heißen? Das ist eine statistische Analyse der... Tja, ich langweile euch nicht mit Einzelheiten. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Ich hatte schon ganz vergessen, wie das ist. Entspannt euch, solange ihr könnt, Sergeant. Es liegen noch viele Kämpfe vor uns. Darauf freue ich mich schon. Das glaube ich. Ich habe über meinen ursprünglichen Trupp nachgedacht. Ich habe keinen von ihnen gesehen, seit wir die Kriegsgefangenen befreit haben. Offenbar sind alle noch im Dienst. Ich sehe aber nirgends irgendwelche Belobigungen oder Anerkennungen. Dabei hätten sie alle Orden verdient. Ihr werdet sicher etwas finden. Kasim, Naya, Eckert. Der ganze Trupp ist einfach verschwunden. Wahrscheinlich wurden sie nur irgendwo weit ab von der Schlacht eingesetzt. Das wäre eine Verschwendung von fähigem Personal. Sie würden der Republik viel mehr bringen, wenn man sie an der Front einsetzen würde. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Ja, gut. Wir gehen erst mit den anderen quatschen. Och nee, die Schnattertante schon wieder. Der alte Doc war schon immer mehr Liebhaber als Kämpfer. Aber seit ich euch kenne, haben sich meine Fähigkeiten deutlich verbessert. Es ist nicht einfach gut auszusehen, wenn man neben einem Jedi kämpft. Aber ich weiß jetzt, wie es klappen wird. Würdet ihr mir vor unserer nächsten großen Schlacht verraten, worum es geht? Sagen wir einfach, ich bekomme einen neuen Spitznamen. Dr. Knockout. Wenn wir das nächste Mal vom Abschaum der Galaxis umzingelt sind, wird es ihnen leid tun, dass sie mich getroffen haben. Ah ja. Der will auch noch mal schnallern. Du wolltest mich sehen? Wir kommen der Lösung immer näher, wer hinter all dem steckt. Mach weiter so. Bedauern macht Meister Salo nicht wieder lebendig. Er ist fort und muss dich damit abfinden. Imperium hat keine Chance gegen uns beide. Warum? Jetzt stand der Schnummer hier unten. Wenn eure Leute über das Imperium sprechen, klingt das wie ein verzerrtes Echo.
Als ich geboren wurde, hielten wir die übrige Galaxis für ein Geheimnis, eine Legende. Tausende Jahre lang waren wir alleine. Wie war das? Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Wir waren das, wozu ihr uns gemacht habt. In meiner Jugend haben wir die Kinder mit Horrorgeschichten über die Jedi gehorsam gelehrt. Folgt euren Meistern oder die Jedi werden euch holen. Für tausende von Jahren hatten wir die uneingeschränkte Kontrolle über 100 Sternensysteme. Dann haben uns die Jedi an den äußersten Rand der Galaxis verdrängt. Das war vor mehreren Generationen. Haben die Leute das immer noch nicht vergessen? Hat die Republik vergessen, uns zu fürchten, als wir wieder aufgetaucht sind? Das ist die Diskussion kaum wert. Ich gewinne nichts, wenn ich verstehe, wie eure republikanischen Narren die Galaxis sehen. Es überrascht mich, dass es nach der Gehirnwäsche eures Rats noch Jedi gibt, die den Mut haben, sich dem Imperator zu stellen. Vielleicht seid ihr noch jung genug, um die Stärke der Sith in euch aufzunehmen. Revan, die Verbannte und ich wurden von den Jedi ausgebildet. Wir alle haben dem Imperator widerstanden. Welcher Sith hat das je geschafft? Das war eine Überraschung. Ich hätte gedacht, dass in 3 Jahrhunderten zumindest einer kommen würde, um seine Stärke mit der des Dunklen Lords zu messen. Aber die, die stark genug sind, um ihn herauszufordern, werden schon in jungen Jahren getötet oder im Rat der Sith unter Kontrolle gehalten. Vielleicht habt ihr recht. Die Stärke der Jedi ist anders. Nicht unbedingt schwächer. Aber anders. So, will mein Püppchen da oben auch noch mit mir schnattern? Ah, sieht nicht danach aus. Schade, schade. Achso, Holoterminal. Meisterin Satil, Vollstrecker Kanus und seine Anhänger sind tot. Belsavis ist sicher. Die Galaxis steht erneut in eurer Schuld, aber ich fürchte, es ist noch nicht vorbei. Der Imperator würde nie alle seine Kräfte auf Belsavis konzentrieren. Wir müssen seine anderen Ziele finden. Es geht ein Gerücht um, dass sich auf einer abgelegenen Raumstation hochrangige Sith versammeln, angeblich auf Befehl des Imperators. Einer unserer besten Aufklärer hat sich bereit erklärt, die Sache zu untersuchen. Er ist verschwunden. Das klingt, als wäre an dem Gerücht etwas Wahres dran. Sagt mir, was ihr wisst. Yoma Shul versuchte, die imperiale Raumstation zu infiltrieren, auf der die Sith ihr Treffen abhalten. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Ich weiß, dass es zwischen euch und Yoma Unstimmigkeiten gab, aber ich denke, er ist auf etwas gestoßen. Das werden wir aber gleich herausfinden, würde ich sagen. Wenn der Imperator damit zu tun hat, könnte das seine Pläne offenbaren. Es ist eine Untersuchung wert. Ich übermittle euch die Koordinaten der Raumstation. Ich habe aber keine Ratschläge, wie ihr hineinkommt. Überlasst das mir. Möge die Macht mit euch sein. Boah. Kriegen wir schon gebacken. Jetzt wollt noch mehr mit mir quatschen. Oh Gott. Unfassbar. Wir haben letzte Nacht die Party des Millenniums verpasst. Alle im Holonetz reden davon. Musik, Tanzen, attraktive Gäste. Wir hätten mit dabei sein können, wenn wir nicht wie üblich auf der falschen Seite der Galaxis unterwegs gewesen wären, um Leben zu retten. 2 Helden der Republik wären auf dieser Party der Hit gewesen. Endlose Flirtmöglichkeiten. Wir hätten es krachen lassen. Ihr meint wohl, ihr hättet es krachen lassen. Ich wäre damit beschäftigt gewesen, euch aus Ärger rauszuhalten. Wenn dieser Ärger 1,80 Meter groß gewesen wäre und grüne Augen und rote Haare gehabt hätte, hätte sich das durchaus gelohnt. Ich bin in der Blüte meiner Jahre und ich verbringe sie mit Leuten, die gerne auf explodierenden Planeten rumrennen. Ich will doch nur unseren Ruhm missbrauchen. Nur für eine Nacht. Ist das so falsch? Ja. Noch ja. Bald kannst du damit angeben, bis dir der Hohnsack platzt. Was hast du für mich? Nur ein paar Dutzend Senatoren haben Zugriff auf diese Konten. Einer von ihnen muss ein imperialer Spion sein.
Solange wir nicht wissen, wer die Kopfgeldjägerin angeheuert hat und weswegen, ist noch nichts sicher. Die Sache wirft ein schlechtes Licht auf den Senat. Bis wir wissen, wer verantwortlich ist, will ich nicht, dass das herauskommt. Okay, der will auch noch schnattern. Ich weiß nicht, wie ich euch noch auf den Kampf gegen den Imperator vorbereiten sollte. Wie sah euer Training aus? Alles, was ich über den Weg der Jedi weiß, weiß ich von Revan. In den letzten 300 Jahren hat sich sicherlich etwas daran geändert. Wie wird jemand zum Zorn des Imperators? Es gab nur den einen. Meine Sith-Ausbildung unterschied sich nicht großartig von der auf Korriban heute. Ich habe mich nur durch meine Visionen unterschieden. Sie haben mich vor den Imperator gebracht. In seiner Gegenwart sah ich das erste Mal, wer er war und was er vorhatte. Und trotzdem habt ihr euch entschieden, ihm zu dienen? Ich habe mich entschieden zu leben. So lange, bis ich jemanden finden würde, der ihn besiegen kann. Ich dachte, Revan und die Verbannte wären meine Chance. Revan und die Verbannte sind Legenden. Wie waren sie? Es kam nicht überraschend, dass Revan zum Sith geworden ist. Er wusste, dass man die dunkle Seite verstehen muss, um gegen sie zu kämpfen. Die Verbannte war nicht so einfach zu durchschauen. Selbst nach allem, was sie erreicht hatte, fehlte ihr der Glaube an sich selbst. Schließlich wurde sie Revans Schülerin. Ich mochte sie und ich hätte ihnen gedient, wenn mir meine Vision nicht gezeigt hätte, dass sie scheitern würden. Ich streckte die Verbannte nieder und brachte dem Imperator Revan als Geschenk. Plant ihr dasselbe mit mir? Wenn ihr dem Wahnsinn des Imperators nicht Einhalt gebieten wollt, werde ich auf den warten, der diese Aufgabe erledigt. Es gab nur eine Möglichkeit, um lange genug zu leben und den Jedi, also euch, zu finden, der den Imperator töten würde. Ich musste sein Vertrauen gewinnen. Er nahm mein Geschenk an und gab mir einen Platz an seiner Seite. Er verlieh mir Unsterblichkeit. Es war ein Geschenk. Aber es hatte einen Preis. Das glaube ich. Alles hat seinen Preis. Im Leben wie im Tod. Der eine bezahlt früher, der andere später. Der will auch noch mal mit mir quatschen. Der Einzige, der nie mit mir reden will, ist C2. Ich habe endlich meine alten Kameraden aufgespürt, Jedi. Ich wünschte mir, es wäre mir nicht geglückt. General Garza hat sie einem Sondereinheiten-Tarnkommando zugewiesen. Aber nun sitzen sie in einem Gefängnis auf Beruhn. Verurteilt wegen Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen sind ein schweres Vergehen. Wie sind aus eurem alten Trupp von Helden verurteilte Kriminelle geworden? Tarnkommandos bilden keine Helden aus, sondern Killer. Solange die richtigen Ziele sterben, beschwert sich niemand. Sie haben meinen alten Trupp in die Chirurgen umbenannt. Sie sollten die wichtigsten Anführer des Imperiums ausschalten und so die imperiale Kommandostruktur schwächen. Aber die Chirurgen beließen es nicht bei den imperialen Kommandanten. Sie jagten auch ihre Familien. Sie wollten dem Feind eine Botschaft senden. Frauen und Kinder zu töten ist inakzeptabel. Gute Soldaten wissen, welche Ziele akzeptabel sind. Unter meiner Aufsicht wäre das nicht passiert. Der Gefängniswärter sagte, dass meine Kameraden lebenslänglich einsitzen. Sie sind noch jung. Das sind verdammt viele Jahre hinter Gittern. Wenn ich das nächste Mal sentimental und merkwürdig werde, Jedi, dann lasst mich einen Planeten einnehmen. Das überlege ich mir noch. So, Schnuggelchen. Falsche Richtung. Jetzt wird geflirtet. Also, wann kriege ich meinen eigenen Padawan? Ich wollte schon immer unterrichten. Das ist wahr. Ich lerne jede Menge Sachen von euch. Und ihr seid ein Musterschüler. Aber davon rede ich nicht. Hier, tut so, als wärt ihr mein Padawan. Ich habe ein hypothetisches moralisches Dilemma für euch.
Sagen wir mal, ihr könntet nur die Republik oder den Jedi-Orden retten. Wofür würdet ihr euch entscheiden? Und weshalb? Nicht nachdenken. Antworten. Nur wir verhindern, dass die Sith die Galaxis erobern. Ohne uns gäbe es keine Republik. Ausgezeichnete Antwort, Padawan. Dafür kriegt ihr einen süßen Flachkuchen. Seht ihr? Ich wäre eine prima Meisterin. Schließlich habe ich ja auch beim Besten gelernt. Oh ja. Oh, noch was? Na dann. Na dann. Endlich habe ich rausgefunden, wie wir ein offizielles Jedi-Paar werden können. Die Kurzfassung? Es ist unmöglich. Wir könnten uns nur manchmal auf Tython treffen. Die ältesten Mitglieder des Rats würden uns jeden Monat überprüfen und sicherstellen, dass wir objektiv bleiben. Der Haken ist der. Nur Jedi, die von Geburt an vom Orden großgezogen wurden, erhalten die Genehmigung. Ich bin automatisch disqualifiziert. Wir können tun, was wir wollen. Wir brauchen keine Genehmigung. Vielleicht nicht, aber irgendwann könnten wir ein gutes Alibi brauchen. Meisterin Satil ist eine kluge Frau. Je länger wir so weitermachen, umso härter wird es, das zu beenden. Ich werde euer Leben nicht ruinieren, Großer. Ihr wollt raus aus der Nummer? Dann sagt es einfach. Ich würde eher dem gesamten Rat gegenübertreten, als das aufzugeben, was zwischen uns ist. Für einen Mann der Tat seid ihr ziemlich geschickt im Umgang mit Worten. Ich bin auch geschickter im Umgang mit anderen Sachen. Oh. So viel zum Thema Kodex der Jedi. Ja. Dann sind wir jetzt wohl Geächtete. Ja. Egal. Wir werden einen Weg finden, mit der Schuld zu leben. Irgendwie. Es wird nicht einfach, aber wir müssen es versuchen. Ja. Und versuchen. Und versuchen. Und schon wieder, Alter. Kommt wieder eine dunkle Sequenz? Weil die haben dann bestimmt wieder irgendwas gemacht. Ja, nein, 100%. Ich fühle mich immer noch schuldig. Nächstes Mal müsst ihr euch mehr anstrengen. Aber jetzt sollten wir weiter die Galaxis retten. Geil. Die Leute sollen ja nicht glauben, wir wären bequem geworden. Ich mag die Kira. Dieser Charakter einfach, der ist geil. Der ist einfach fantastisch. Flamme Korribans. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Ja, komm, scheiß drauf, wir fliegen dahin. Ach, die Kira ist schon eine Süße. Das ist schon eine Süße. Ich würde die ja gerne mitnehmen jetzt, anstatt den Sith. Ach man, Zickmühle jetzt. Ja komm, nee, wir bleiben. Warum ist das rot? Benutze das Holoterminal deines Schiffs. Wow. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, da benutzen wir nochmal das Teil. Station Flamme Korribans, ein unidentifiziertes Schiff. Ihr seid in imperiales Gebiet eingedrungen. Gebt eure Sicherheitsstufe durch oder ihr werdet vernichtet. Jemand hat 16 Tonnen Erfrischerspülungsmodule bestellt. Ich habe die Lieferung hier. Genehmigungscode wird übermittelt. Wartet, während ich... wir sind erfreut, dass ihr hier seid, Großmoff. Wie ihr seht, ist unser Sicherheitssystem verlässlich. Das glaube ich nicht. Ich habe, die Landerampe für euch geräumt. Bitte fahrt mit der Landung fort, Sir. Im Moment glauben Sie, ich wäre Großmoff Resch. Aber dieser Schwindel wird nicht anhalten. Seid bereit, jeden zu töten. Wir werden die Station leise infiltrieren. Wenn den Imperialen bewusst wird, dass sie angelogen wurden, werden wir haben, was wir brauchen. Auf der Landerampe werden zahlreiche Ehrenwachen für den Großmoff warten. Wenn ihr stattdessen aus dem Schiff steigt, werden sie enttäuscht sein. Verschwendet keine Zeit. Zerstört den Feind, während die Überraschung auf eurer Seite ist. Ah.
Ich weiß ja nicht. Wollen wir mal gucken. Wo sind sie, die Wachen? Da sind sie. Attacke! Ja. Das ging leichter als gedacht. Und der steht auf Heilen, Leute. Helm der Effizienz von Sarusup. Ich habe zwar einen Helm auf, aber der da ist besser. Der ist bei weitem besser. So. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Hallo? Ich hab einfach gar keinen ausgewählt. Wow. Hallo. Ich spüre die Macht der Sith. So. Okay, was erwartet uns? Pünktlich auf die Minute. Ihr seid praktisch ein Droide. Ich wusste, dass ihr nicht widerstehen könntet, hierher zu kommen, wenn ich die richtigen Anreize lieferte. Irgendetwas stimmt nicht mit Lia. Sie ist nicht sie selbst. Sie hat mich reingelegt. Du hast so wieder Sith-Augen. Dass ihr der dunklen Seite verfallen wärt. Er ging mir in die Falle wie ein gieriges Kind. Ihr seid nicht anders. Der Imperator beherrscht euren Geist. Widersteht ihm. Bitte tut ihr nicht weh. Sie weiß nicht, was sie tut. Armer Junge, du denkst, du liebst mich. Aber was wir im Geheimen auf Tython teilten, war nur der Schatten wahrer Leidenschaft. Sie haben sich ihren Grundbedürfnissen hingegeben. Beeindruckend. Ich werde dir wahre Ekstase zeigen, Yoma. Aber eins nach dem anderen. Also der Typ, der Spitzkopf-Horn-Typsi, dieser Yoma, der hat irgendwie das Sith-Augen. Also, hä? Ich will euch nicht wehren. Wenn euch Yoma etwas bedeutet, ergebt euch. Nur die Schwachen geben auf. Yoma hatte diese Wahl. Ihr nicht. Erinnert ihr euch an die Midis? Ich habe meinen kleinen Droidenfreunden ein paar Verbesserungen verpasst, die euch gefallen dürften. Ja. Wow. Hey, wo ist die Troller? Da. Wir machen erstmal die Typsis kaputt, oder? Ist hier noch einer? Da ist noch einer. So, und jetzt bist du dran. Hä? Hallo?
Ja, und jetzt? Ich hab dich besiegt. Stopp! Stopp! Ich... Wo sind wir? Lia, ich bin es. Du wirst es schaffen. Meine armen Droiden. Wie sind wir hierher gekommen? Ihr standet unter der Kontrolle des Imperators. Ihr habt die Omar gefoltert und versucht, mich zu töten. Nein. Das ist nicht möglich. Doch. Ich... Nein! Ich kann die Präsenz des Imperators fühlen. Ich... Er hasst euch. Die Dinge, die er mich zwang zu tun. Komm heim nach Tython. Meisterin Satil wird dir helfen. Ich habe kein Recht, euch um irgendetwas zu bitten, aber... Der Rat muss nichts von uns erfahren. Bitte haltet unsere Beziehung für euch. Ach komm. Es herrscht Krieg. Eure unüberlegten Handlungen sind mir egal. Danke. Ich... Das tut mir alles leid. Ich habe mich in euch geirrt. Meine Mission war kein vollständiger Fehlschlag. Ich habe Lia belauscht, wie sie Befehle des Imperators an einen hochrangigen Sith-Lord übermittelt hat. Ich konnte keine Details hören, aber ich weiß, dass jemand namens Lord Fulminis auf geheimer Mission nach Voss geschickt wurde. Lord Fulminis? Der Imperator geht mit Voss kein Risiko ein. Ich werde Lia heimbringen. Danke, dass ihr sie, uns, gerettet habt. Naja, das nächste Mal gibt es mir ein Mate aus. Wo muss man jetzt hin? Schon wieder zum Schiff? Okay. Natürlich kann ich hier nicht rumgleiten. Warum auch? Baum. Bounce, 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 bounce. So, da haben wir die erste aus dem Rad gerettet. Fehlen noch zwei. Es fehlt noch der Grauhaar-Typsi und der Plukon-Verschnitt. Frage ich mich, wie das bei dem aussieht, wenn der ein Sith ist. Meisterin Satil, ich habe Yoma gerettet und Lia Nares gefunden. Sie steht unter der Kontrolle des Imperators und braucht eure Hilfe. Sie sind jetzt nach Tython unterwegs. Ich habe auch erfahren, dass ein hochrangiger Sith namens Fulminis auf dem Planeten Voss ist. Das sind beunruhigende Neuigkeiten. Voss wurde erst kürzlich entdeckt. Die Bevölkerung dort stellt ein Risiko dar. Die Bewohner des Planeten huldigen einer Elitegruppe von Machtnutzern, die absolute Autorität haben. Trotz unserer Anstrengungen lehnt die Regierung von Voss den Kodex der Jedi ab. Der Imperator hatte schon immer großes Interesse an dieser Welt. Ich dachte erst, er wollte sie erobern, aber er will sie eindeutig zerstören. Brecht nach Voss auf, findet Lord Fulminis und durchkreuzt seine Pläne. Oh, was ist hier los? Gleich weiter. Ganz ehrlich, nee, du musst jetzt warten. Du musst jetzt warten, bis ich deine Nachricht anhöre. Benutzt das. Hab ich doch gerade gemacht. Hier spricht Yoma Schul. Ich wollte euch nochmals für Lias Rettung danken und ich weiß es zu schätzen, dass ihr unsere Beziehung für euch behaltet. Ach komm, ich helfe auch ihr dabei, sich von den Geschehnissen zu erholen. Es geht langsam voran, aber sie macht Fortschritte. Es tut mir leid, dass ich jemals an euch gezweifelt habe. Ihr seid ein wahrer Freund. Yoma Schulende. Komm ich für ohne Beziehung, Kira, mittlerweile? Also, ist doch scheißegal.
Ich bin trotzdem noch ein Jedi. Geht das hier unten überhaupt noch weiter? Ja. Gut. Kira, mein Schatz. Komm, wir fliegen nach Voss. Wo ist es denn, Dorde? Hab ich überhaupt noch so viel Geld? Wir sind im Orbit von Voss, Meisterin Satil. Seid vorsichtig, wenn ihr die Oberfläche erreicht. Voss ist eine seltsame Welt, die komplett von starken Machtanwendern kontrolliert wird. Cool. Den sogenannten Mystikern. Die Mystiker lehnen die Vorstellung ab, dass es eine helle und eine dunkle Seite der Macht gibt. Sie behaupten, sie würden in Sachen Politik und Macht einem neutralen Pfad folgen. Trotz aller Behauptungen fürchte ich, dass die Mystiker mehr mit den Sith gemeinsam haben als mit uns. Was immer der Imperator vorhat, ich halte ihn auf. Wir haben den Plan des Imperators, Voss zu zerstören, noch nicht aufgedeckt. Doch kürzlich hat er einen Sith-Lord namens Fulminus in dieses System geschickt. Lord Fulminus erschuf die Quäler, gegen die ihr in der Festung des Imperators gekämpft habt. Seid vorsichtig. Sagt mir, wo er ist, und ich kümmere mich darum. Wir wissen, dass Fulminus sich irgendwo auf Voss befindet. Er kommuniziert mit dem Imperator über ein verschlüsseltes Kommunikationsrelais. Wir haben mehrere Signalstörgeräte außerhalb der Planetenhauptstadt Voska entdeckt. Wenn ihr sie ausschaltet, führt uns das Komm-Signal zu seiner Position. Ich bin dabei. Wenn ihr schnell handelt, solltet ihr alle Störgeräte ausschalten können, bevor Fulminus merkt, was los ist. Dann können wir ihn finden. Möge die Macht mit euch sein. Ja. Kriegt man alles schon hinne. Das kriegt man doch schon hin. Ich muss tatsächlich mal kurz raustappen. So. Na dann, deaktiviere das erste, zweite, dritte Signalstörgerät. Ja. Werden wir machen. Dahin. Und wieder nur eine Orbitalstation hier. Ernsthaft? Man lasst mich doch direkt auf dem Planeten landen. Was ist denn daran so schlimm? Hä? Wips Willi, abonnier mich. Ey, ich hinterfrag's nicht, warum das da nicht geht. Hey, was? Shazanit Ostrasir, der Finstere. Abonniere meinen Kanal jetzt. Du hast einen Loki-Helm auf. Der steht hier nicht. So. Eure Republik bettelt die Voss um Gefallen an. Ein sinnloses Unterfangen. Diese Leute interessieren sich nur für sich selbst. Ich war in dir drin. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Na dann. Schön sieht der Planet hier aus. Was ich bis jetzt sehe, außer die Höhle. Wobei, die ist auch nice. Nicht zu grün oder zu bunt. Ja.
Ja, schön. Wenn man diese orangene Helligkeit mag. Wenn man die orangene Helligkeit mag. Wow, ich bin aus dem Raumschiff unten rausgeplumpst. Als ob mich das ausgekackt hat. Sowas. Da ist das erste in die Richtung. Ich würde gerne mal so einen Machtnutzer hier sehen. Tatsächlich. Okay, ich muss da oben gegen die komischen Tiere kämpfen. Mal gucken. Lass meine Stärke wachsen. Ja, die halten was aus. Die halten was aus. Ah, nix für mich. So. Weiter geht's. Du hast den Ort Flammenwald entdeckt. Schimpfing den roten Bäumen. Oh, das sieht geil aus. Boah, das sieht geil aus. In irgendeinem Survival-Game wünsche ich mir so einen Wald. Ich weiß, in Ark gibt es, glaube ich, so einen Wald. Auf irgendeiner Map. Aber so ein einfaches Survival-Game wie Valheim. So Forest 2, hoffentlich. So ein Wald und eine schöne Base bauen, eventuell sogar Baumhäuser oder Baumplattform. Boah. Jetzt bekomme ich Bock, ein Survival Game zu zocken. So, wo ist jetzt hier das Schniedel die Dumme? Da hinten. Na dann. Man spüre die Macht der Sith. Ach, die sind ja schon alle tot? Huh. Okay. Und das nächste ist in die Richtung, in die ich gucke. Okay. Död? Gormak Ungeheuer. Was ist denn das da? Mafro-Stürmer. Okay. Okay. Ich sehe es. Da ist es. Da müssen wir hin. Da warten drei Mobs. Die jetzt sterben. Och, da ist noch ein Vierer dazugekommen. Hier mal anvisieren. Freund Blase. So. Hm.
Gelbe Linie, du bist in die Richtung. Ich dachte, ich habe ein Dings gehört, ein Holochron. Ich muss der gelben Linie folgen. Okay. So, ich fahre jetzt noch bis zum Eingang und dann wird das Stream für heute beendet. Ich muss ja, wie gesagt, noch ein bisschen was machen. Ah. So, du steckst jetzt mal dein Lichtschwert ein. Sag mal. Egal, ist. Nee, komm. Ich sehe das auf der Map nicht. Nein. Das sind wir doch schon. Deaktiviere das Hauptsignalstück. Ah komm, das machen wir auch noch. Man spüre die Macht der Was habt ihr für ein cooles Schwert? Ringe, Ringe, Ey, ich wollte mir das angucken. Okay. Dann eben nicht. Das ist das letzte Störgerät. Und jetzt das Signal verfolgen. Das Signal kommt aus einer Höhle in der Nähe. Fulminis muss dort sein. Lord Fulminis ist gefährlich. Genau wie seine Schüler. Ich auch. Das wird nicht einfach. Ich bin auch gefährlich. Also. No, so ist es ja nicht. Ich habe ja nicht schon genug Sith in die ewigen Jagdgründe geschickt. So, aber der Ike wird jetzt hier den Stream beenden.